Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Dieser Satz stammt vom großen Theologen Augustinus. Er tönt so einfach und so leicht verständlich, nur wissen wir heute nicht mehr so sicher, wer oder was dieses ruheversprechende Du ist. Die Kirschblüten sind gefallen. Hinter den grünen Zweigen erscheint der Tempel. Dies ist ein Zen-Spruch, welcher auf seine Weise die Sehnsucht nach spiritueller Ordnung ausdrückt. Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten suchen in irgendeiner Weise nach innerer Beheimatung. Das Angebot von Heilslehren ist groß. Wie sich orientieren? Unser heutiger Studiogast, Willigis Jäger, Benediktinerpater und Zen-Meister, hilft bei dieser Suche. Brigitta Rotach hat ihn heute zum Gespräch eingeladen. Pater Willigis, bei unserer ersten Begegnung, Sie war auf hoher See zwischen Romanshorn und Friedrichshafen, unser Vorgespräch, da haben Sie mich gleich überrascht, mehrfach eigentlich, aber Sie haben zu Beginn sozusagen einfach in den Raum gesetzt, eigentlich gehe es ja immer um die Frage, warum lebe ich? Ich war ziemlich verblüfft, dass Sie das so einfach hinsagen. Es ist ja die Frage, die wahrscheinlich tatsächlich uns alle beschäftigt, aber die man auch gerne verdrängt, weil, ja, was will man darauf antworten? Aber wenn Sie das schon getan haben, möchte ich Ihnen die Frage zurückgeben. Haben Sie eine Antwort darauf? Ich versuche es. Ich habe in diesen Tagen wieder meinen alten Katechismus ausgegraben, den ich mit 6 Jahren bekam, als ich in die Schule ging. Und da war die erste Frage: Warum sind wir auf Erden? Und die Antwort war: Wir sind auf Erden, um den Willen Gottes zu tun und dadurch in den Himmel zu kommen. So einfach war das damals. Heute würde ich. War es für Sie damals einfach? Fanden Sie es damals einfach? Ich fand es selbstverständlich. Das habe ich gelernt. Das war die Tradition. Das hat man geglaubt. Und da war nicht weiter drüber nachzudenken oder daran zu zweifeln. Ja. Aber als ich älter geworden bin, da wurde diese Sinnfrage sehr viel intensiver gestellt. Ja. Es ist und bleibt die eigentliche Frage des Menschen. Warum tappe ich 60, 70, 80 Jahre auf diesem absolut unbedeutenden Staubkorn am Rand des Weltalls herum? Wo diese gewaltigen Zeiträume sind, 16 Milliarden Jahre soll also dieses Universum existieren. Und nach 16 Milliarden Jahren kommt da eine Spezies, die Geist entwickelt. Warum kommen wir gerade heute? Warum waren wir nicht da vor einigen tausend Jahren? Warum lebe ich nicht in tausend Jahren? Warum bin ich heute hier auf diesem unbedeutenden Staubkorn? Was ist der Sinn meines Lebens? Und Sie die Antwort, die ich heute geben würde, Jahre, ja? Ja, die würde lauten: Ich bin hier, um ganz Mensch zu sein. Gott möchte in mir Mensch sein. Gott möchte im Baum Baum sein, im Tier Tier sein, im Menschen Mensch sein. Und wenn es Engel gibt, im Engel Engel sein. Gott manifestiert sich als das, was wir den Kosmos nennen. Und was heißt denn jetzt Mensch sein? In dem Sinn, wie Sie es jetzt sagen, so umfassend. Mensch sein heißt, mit all meinen Qualitäten, die ich bekommen habe, hier zu leben. Und nicht unbedingt zu leben, etwas Besonderes zu leisten, ein bedeutender Mensch zu werden, sondern dieses göttliche Urelement in dieser Form, die ich jetzt habe und bin, auszudrücken. Das klingt ja sehr einfach eigentlich. Ist ganz einfach. Aber warum machen wir uns denn so viele Probleme damit? Ja, weil wir immer wieder glauben, es müsste mehr sein. Ja? Und das ist auch noch nicht alles, was ich zu sagen habe. Denn Menschsein bedeutet nicht nur, in meinem sinnenhaften, rationalen Verständnis da zu sein. Menschsein bedeutet für mich auch, einen transpersonalen Raum zu erschließen und zu leben. Transpersonaler Raum? Ein Raum, der nicht in reiner intellektueller Art gelebt wird. Es gibt in uns Bewusstseinsräume, die das Sensitive, das Mentale übersteigen, Erkenntnisräume, die wir alle als Potenz haben, die wir aber nicht entwickelt haben, die aber eigentlich uns den Lebenssinn erst geben. Der Lebenssinn findet sich nicht in den Antworten der Philosophie und der Religion, jedenfalls ich habe ihn nicht darin gefunden. Ich habe ihn erst gefunden, als ich Erfahrungen machte im transmentalen Raum. Aber nun sind Sie ja selber Mönch, Benediktiner, also das passt ja eher zum ersten Gott dienen. War das im Nachhinein für Sie eine Fehlentscheidung, diesen Weg einzuschlagen? Nein, ich könnte mich heute dafür wieder entscheiden. Ja.
Auch der Benediktiner versucht letztlich, diese Wirklichkeit zu erfahren. Er versucht sie über das Chorgebet, über das Ora et Labora, über die Arbeit, und er versucht sie über die Meditation. Das ist ja das Ziel des Mönchtums, aus diesem rein rationalen Raum auszubrechen in eine Wirklichkeit, in eine Dimension hinein, die wir die göttliche nennen. Ja. Darum bin ich ja ins Kloster gegangen, um dahin durchzubrechen. Aber dann ist das, was Sie neu denken heute, ist einfach, dass Sie dieser Wirklichkeit nicht mehr dienen, sondern dass Sie aus eigenem Antrieb oder Sehnsucht dahin gelangen wollen. Ja, ich diene aber damit dieser Wirklichkeit, indem ich versuche, dieses göttliche Urelement in mir zu verwirklichen, in meinem Menschsein zu verwirklichen. Und nicht nur in den rein horizontalen Aufgaben, die ich habe, sondern auch in Erkenntnissen, Erfahrungen, die jenseits dieses intellektuellen Bereiches liegen. Und darauf zielt ja eigentlich heute all das, was wir Esoterik nennen, die vielen Bücher, die da erscheinen, die vielversprechend Sinndeutung geben wollen. Ja. Aber letztlich erfahren wir die Sinndeutung des Lebens nur in einem Raum, der unser normales Bewusstsein übersteigt. Es gibt in uns Potenzen des Erfahrens, des Erkennens, die über diese Ego-Erkenntnis hinausreichen. Und das ist meine Aufgabe für mich selber gewesen. Daran habe ich getrachtet seit meiner Jugendzeit. Und darum bin ich nach Japan gegangen, weil es in Europa kaum lebendige Meister gab, die Schüler, Lehrer, die Verhältnis hatten. Es gab den Spiritual, aber im Allgemeinen hat der Spiritual nicht in diese Erfahrungsräume eingeführt. Während das in der Zen-Meditation das Eigentliche ist, der eigentliche Sinn der Zen-Meditation, eben Bewusstseinsräume zu erschließen, die Sinndeutung geben. Also dann war es schon eine Art Defiziterfahrung, die Sie vom Westen hin zum Osten getrieben hat. Es war eine Mangelerscheinung, die ich in unserer Religion festgestellt habe. Das mystische Element, und jetzt sage ich dieses Wort, um was es geht um den mystischen Raum, den mystischen Erfahrungsraum, dieses mystische Element ist in unseren Kirchen vergessen worden. Es kommt langsam wieder, nicht zuletzt angeregt durch diese östlichen Praktiken wie Vipassana, Zen, Yoga, Raja-Yoga, Kriya-Yoga oder auch die Sufi-Meditation. Langsam graben wir unsere eigentliche christliche mystische Tradition wieder aus und erkennen, wir haben ja auch einen Weg. Einen Weg in die Erfahrung, die diese anderen esoterischen Wege lehren wollen. Eben, Sie sagen, wir graben es bei uns wieder aus. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die gehen weg von dem hier, sagen, das bringt mir nichts, ich erfahre hier nichts oder was auch immer, und sie verlassen unseren christlichen Raum eigentlich. Warum halten Sie sozusagen diese beiden Enden zusammen? Weil alle diese Wege in die gleiche Richtung führen. Alle Religionen haben heilige Bücher, sie haben Rituale, sie haben Zeremonien. Sie lehren eine Religion, sie lehren etwas über Gott oder über diese erste Wirklichkeit. Aber alle Religionen haben auch Wege entwickelt, um das zu erfahren, was in den heiligen Büchern steht. Ja. Und diese Wege, die nennen sich im Buddhismus Zen, Vipassana, im Indien Raja-Yoga, Kriya-Yoga und so weiter. Die nennen sich im Islam Sufismus, die nennen sich im Judentum Kabbalah, die nennen sich im Christentum Mystik oder Kontemplation. Also alle Religionen haben eine sogenannte exoterische Religion. Sie haben Bücher, Schriften, ein Lehrgebäude und sie haben eine esoterische Religion. Das heißt, sie führen die Menschen in die Erfahrung dessen, was in den heiligen Büchern steht, was in den Predigten gesagt wird. Dann würde es aber eigentlich doch genügen, in einer Religion ganz in die Tiefe zu gehen. Nun haben Sie eben Zen eigentlich, Sie sind Zen-Meister, Sie haben auch Schülerinnen und Schüler im Zen, Sie sind Mönch geblieben, Sie haben auch Kontemplationsschülerinnen und Schüler. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie zwei Dinge gleichzeitig tun? Haben Sie dann doppelte, sagen wir mal, Gebetszeiten? Einerseits die Klosterzeiten und dann auch noch die Zeit, wo Sie sitzen? Oder wie machen Sie das? Erstens einmal widerspricht das Gebet, das Chorgebet, nicht diesem meditativen Charakter. Nein, es ist ein meditatives Gebet. Aber was der eigentliche Grund war, es gibt bei uns viele Menschen bereits, die nicht getauft sind. Wenn ich im Osten Deutschlands bin zum Beispiel, die Menschen sind nicht getauft. Die Menschen wollen auch keine christliche Religion mehr, aber sie sind religiös, sie suchen. Und oft finden sie
den Weg leichter in der Zen-Meditation, die doch sehr abgehoben ist von der Konfession, vom Buddhismus. Sie neigen daher erst einmal, weil sie unbefriedigt sind, auch von der christlichen Tradition, in eine asiatische Tradition zu gehen, wie Zen oder Yoga oder zu den Sufis und so weiter. Und langsam viele merken, die zu mir in die Kurse kommen, dass wir eigentlich das Gleiche finden bei einem Augustinus, der vorhin zitiert worden ist, bei einem Bonaventura, bei einem Eckhart, bei einem Johannes vom Kreuz, Teresa von Avila, Hildegard von Bingen, Madame Guyon, dass wir eigentlich das Gleiche in unserer Tradition auch haben. Und viele kommen dann von diesem ersten Versuch, Zen-Meditation, Yoga, zurück in ihre christliche Tradition. Dass es wie den Umweg über das ganz Fremde braucht. Genau. Sie sprechen manchmal von einer transkonfessionellen Spiritualität. Was ist denn damit gemeint? Genau das, was ich angesprochen habe. Es gibt Menschen, die keine Konfession haben, die aber religiöse Erfahrung suchen und auch religiöse Erfahrung machen. Es gibt eine säkulare Mystik. Eine Mystik, die keine Konfession im Hintergrund hat, aber Erfahrungen macht, die dann eigens benannt werden, die brauche ich nicht mehr jetzt mit der religiösen Terminologie zu benennen, die dann sehr poetisch sein kann, die philosophisch sein kann. Ja. Viele unserer Philosophen haben auch Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel Nietzsche hat im Oberengadin eine ganz tiefe mystische Erfahrung gemacht am Felsen von Surlei. Ja. Oder selbst der pessimistische Philosoph Schopenhauer, der einmal klar und deutlich von einer tiefen mystischen Erfahrung spricht. Ja. Oder wenn Sie Heidegger nehmen, seinen Feldweg oder auch Holzwege, die immer in diese Richtung gehen, wo man sucht, aus dem rein begrenzten mentalen Raum rauszukommen und Erkenntnisebenen zu finden, die einfach umfassendere Mitteilungen geben als das rein Rationale. Denken Sie denn, es ist das Ende der Konfessionen heute? Das ist oder eine schwierige Frage. Der Gebäude, der Institutionen, auch der religiösen. Die Religion und die Konfession hat sogar Zukunft. Aber das sagen uns alle Soziologen. Aber sie haben keine Zukunft mehr in diesem Sinn im Westen, in Europa und in Amerika. Die Menschen, viele Menschen, sind einfach unzufrieden mit dem, was sie als Lebenshilfe von der Religion bekommen. Viele bleiben in der Religion, bekommen auch das, was sie brauchen für ihr Leben, bekommen die Antworten, die Richtung, aber viele finden in ihrer Religion nicht mehr die eigentliche Antwort auf ihr Leben. Und darum suchen sie weiter. Und dann suchen sie vor allem in diesen religiösen, transkonfessionellen Praktiken, die wir gerade angesprochen haben, wie Zen und Yoga und so weiter. Und das ist die Zukunft der Religion. Ich bin fest überzeugt, dass die Zukunft der Religion, was heißt Zukunft, das können Jahrtausende sein, aber die Zukunft der Religion liegt ganz bestimmt auf der Erfahrungsebene und nicht auf der kognitiven Ebene. Also nicht im Lehrgebäude, das, was ich sage über Gott, sondern das, was ich erfahre von dem, was ich Gott nenne. Das ist die Zukunft der Religion. Und darum drängen so viele Menschen heute eben in die Erfahrung, sie wünschen sich eine Erfahrung dessen, was in den heiligen Büchern steht, dessen, was ihnen gesagt worden ist. Als Kinder, ja, manchmal muss man sagen, eingetrichtert worden ist, sie merken, es trägt nicht mehr. Da muss es noch etwas geben und das suchen sie. Und wie erfahren Sie es selber? Ich selber habe als Kind, und das war prägend für mein ganzes Leben, eine ganz entscheidende Erfahrung gemacht. Ich war 5, vielleicht 6 Jahre alt. Meine Mutter nahm mich mit in die Kirche. Und die Kirche war eigentlich leer. Vorne brannten viele Kerzen. Es war das Allerheiligste ausgesetzt, wie wir Katholiken sagen. Es war ewige Anbetung. Und hinten leierten ein paar Frauen den Rosenkranz. Und da hat es mich einfach rausgehoben aus meinem mentalen Bewusstsein. Was wirklich geschah, das könnte ich heute erst definieren. Damals wusste ich nur, es gibt einen Erlebnisraum. Ob ich den Gott nenne oder anders nenne, es gibt einen Erlebnisraum, der viel gewaltiger ist als all das, was ich so mit meinen Sinnen, meinem Verstand begreifen kann. Das hat mich geformt, geprägt und hat in mir auch den Wunsch geweckt, Priester zu werden, weil ich glaubte, das ist die Richtung, in die ich gehen muss, da kriege ich diese Erfüllung. Und bin auch dann zum Studium gekommen, war noch im Krieg, habe schwere Kriegszeiten erlebt, auch war bei der deutschen Luftwaffe noch. Und Gott sei Dank war ich nicht im Einsatz, wurde verwundet
Und dann bin ich ins Kloster gegangen, aber nicht aus Enttäuschung, nicht weil ich im Krieg so Schlimmes erlebt habe, sondern aus dieser Sehnsucht, auch aus dem Kloster muss ich das doch finden, was ich als Kind erlebt habe. Und ich habe es auch gefunden. Ich habe es allerdings vor allem gefunden, weil ich bereits in den ersten Klosterjahren mich bemüht habe um die Lektüre von Johannes vom Kreuz, von Eckhart, von Teresa von Avila. Und ich habe nach diesen Vorlagen auch geübt. Ich habe praktiziert, um aus diesem mentalen Bewusstseinsraum in eine größere Weite zu kommen. Das ist mir also auch gelungen. Und ich habe dann im Kloster meine ersten wirklichen mystischen Erfahrungen gemacht. Und das hat mich dann auf dem Weg gehalten. Wurde dann sehr stark, aber hinausgezogen. Meine Aufgaben waren dann bei Mission Miserio, ich musste sehr viel reisen, Projekte begutachten, aber immer hat es mich gedrängt, einmal möchte ich zurück. Und dann kam die Sternstunde. Meine Gemeinschaft, die gründete in Japan ein neues Kloster und ich habe mich gemeldet. Und dieses Kloster war in Kamakura, in der Stadt, in der ich früher schon einen Meister kennengelernt hatte, Yamata, bei dem ich bereits in München, wo ich damals war, Schüler geworden bin. Also Zufall oder Fügung, ich konnte nach Japan gehen, ich konnte in dieses Zen-Zentrum gehen, bin jeden Tag dorthin gegangen, habe dort mitgelebt und Sazen gemacht, habe da meine weiteren Erfahrungen gemacht und habe da wirklich die Sinnerfüllung des Lebens gefunden. Sie liegt im Raum, in einem Erkenntnisraum, der über das Rationale hinausgeht. Das heißt, man kann es finden ganz oder nur für Momente? Man kann es finden für Momente, man kann es finden für längere Zeiten, aber meistens fällt man wieder zurück ins Tagesbewusstsein, aber dieses Fundament der Erfahrung, das bleibt. Man weiß, da ist noch etwas, auf dem sich eigentlich das Leben abspielt. Es ist wie die Bühne, die da ist, die immer bleibt, auf der ich lebe. Und ich bin fest überzeugt, dass also das die Zukunft der Religion ist. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind hinausgegangen und ich denke, das passt irgendwie überhaupt zu Ihrem Leben. Sie gehen immer wieder hinaus und es gibt immer wieder diese Sehnsucht, die Sie weitertreibt. Und eine andere Art, das ist ja jetzt sozusagen innerreligiös, was Sie da gemacht haben, eine andere Art ist ja auch, Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Esoterik. Also Sie sind ein Kirchenmann, ein Zen-Meister, das sagt man sozusagen, das ist ernst. Dann gibt es aber diesen breiten Esoterikmarkt und offensichtlich haben Sie ja da auch keine Berührungsängste, denn Sie sind jetzt gerade auf dem Weg zu den Psi-Tagen nach Basel, Sie werden dort sprechen. Ja, was ist das, was Sie dorthin führt? Es gibt eine Art Aufbruch unter den Menschen. Und das, was wir Esoterik nennen, diese esoterische Bewegung nennen, die sich auch in dieser Psi-Tagung sehr stark widerspiegelt, die zeigt nur, dass der Mensch eine große Sehnsucht hat nach Antworten, die ihn wirklich befriedigen. Er sucht eine Heimat, wo er sich geborgen fühlt, wo er sagen kann, da bin ich zu Hause. Ja. Es gibt ja die vielen Bilder in der Religion, die uns das sagen. Ja, zum Beispiel die Geschichte vom alten Rabbi Isaac, der in Warschau lebt und der hat einen Traum, er muss nach Prag unter der Moldaubrücke, da liegt ein Schatz und muss er ausgraben und er geht dahin, da steht ein Soldat und der sagt, Isaac, was willst du denn hier? Ja, ich habe geträumt, hier liegt ein Schatz, ich muss ihn ausgraben. Da lacht der Soldat und sagt, ja, ich habe auch einen Traum gehabt, bei einem alten Rabbi in Warschau unter dem Meer, da liegt ein Schatz, ich muss ihn ausgraben. Der Schatz ist in uns, ja. Wir haben eine Ahnung behalten von diesem Schatz, da kommen wir ja her. Und manche Kinder haben das noch deutlich. Ich habe neulich eine Frau getroffen, die sagt, ich habe meinen Eltern mit 5 Jahren gesagt, ich bin nicht euer Kind. Ich gehöre wo ganz anders hin, ich komme wo ganz anders her. Die Eltern waren erschüttert, ja. Aber das Kind wusste noch genau, ich habe etwas in mir, was das Eigentliche und das Wesentliche ist, ja. Und das habe ich hier zu leben. In dieser Form, die mir gegeben worden ist. Ich habe etwas zu leben, was mein Wesen ist, was hinter dieser vordergründigen Identität liegt. Es gibt, unsere wahre Identität liegt nicht in dieser personalen Struktur. Sie liegt dahinter auf einer Ebene, die uns eine ganz andere Identität gibt, die Identität, die wir göttliches Leben nennen können, die wir das Absolute nennen können oder die wir auch Leerheit nennen können, wie im Zen, dieses Etwas, was ich nicht mehr erklären kann, das ich nur erfahren kann.
Und das suchen die Leute eben auch an Psi-Tagen, den Gezi? Das suchen die Leute in den Psi-Tagen, allerdings so viele Umwege. Da gibt es also Edelsteintherapie und Wahrsager und Leute, die channeln, die Verbindungen aufstellen zu Verstorbenen, der Großvater, was der zu sagen hat. Es gibt also viel Hokuspokus dort für mich. Ja, also ich möchte da niemand zu nahe treten. Aber es gibt auch das Echte und Wirkliche. Und wenn Sie mich fragen, welchen Weg soll ich gehen? Ich würde mir immer einen Weg suchen, der aus einer alten religiösen Tradition kommt. Ich würde zum Hinduismus gehen, würde eine Yoga-Form wählen, ich würde zum Buddhismus gehen, würde eine Form wählen, Zen, Vipassana, ich würde zu dem Islam gehen, würde die Sufi-Form wählen. Es gibt also diese alten Wege und die geben Sicherheit. Da weiß ich, das ist erprobt, das ist Menschheitserfahrung, darauf kann ich mich verlassen. Genau, eben da einen Sinn der Tradition auch. Ja. Die Tradition spielt eine große Rolle. Es gibt da natürlich Heilsversprechungen heute, ja, die gemacht werden, oft auch aus merkantilen Gründen. Man möchte da etwas verkaufen, möchte Geld machen. Oder auch Wichtigtuerei. Ja. Aber die eigentlichen, wirklichen Wege sind gegründet in diesen alten Religionen. Sie haben das vorhin sehr anschaulich gesagt, eben wie wir diese Heimat suchen und wie die Kinder die auch noch zum Teil haben. Jetzt gibt es ja auch viele Leute, die eben zu Ihnen kommen, die Schülerinnen und Schüler werden wollen von Ihnen. Ich weiß nicht, werden Sie da nicht auch ein Stück in so eine Guru-Rolle gedrängt und wie gehen Sie damit um? Das ist ganz schlimm, das ist eine Belastung. Ja? Man wird immer wieder auf das Podest gehoben, was ich nicht möchte. Ja? Aber das kennt jeder Psychotherapeut und das kennt eigentlich auch ein Pfarrer, der also ankommt bei den Menschen. Und das ist die alte Frage nach der Übertragung, der Gegenübertragung. Und damit muss ich eben auch fertig werden. Was sagen Sie denn diesen Leuten? Ich sage den Leuten, was du wirklich suchst, das bin nicht ich, das liegt hinter mir. Ich bin nur das Versprechen, das vordergründige Versprechen, der Lockruf Gottes, ja. Du musst hinter mir suchen. Ich zeige dir nur den Weg, ja. Aber ich bin das nicht. Und wenn du mich suchst, dann bist du auf dem Holzweg. Dann ist es nicht das, was du eigentlich brauchst. Und das kommt an? Ja, es kommt an, kommt nicht an, wie das so ist, ja. Es kommt wie in die Psychologie, ja, wenn eine Übertragung da ist, ist es sehr schwer, den Menschen zu sagen, nimm Abstand, ja. Sie haben auch von der Psychologie gesprochen. In Ihren Büchern kommt immer wieder ein Beispiel vor von C.G. Jung, der sagt, eigentlich bei allen Patienten, die über 35 seien, die zu ihm kommen, sei letztlich das Problem ein religiöses. Ja. Ist das tatsächlich so? Ja. Also das würde ja unserer Welt eigentlich nicht so erscheinen. Es gibt keine wirkliche Antwort, außer sie kommt aus diesem religiösen Raum, allgemein religiösen Raum oder aus diesem Erlebnisraum, der über das rein Mentale hinausgeht. Nur da findet der Mensch Antwort. Er hat sie gefunden und viele finden sie heute noch in der Religion, aber viele Menschen sind aus diesem religiösen Selbstverständnis hinausgewachsen und sie fragen daher nach Erfahrung dessen, was die Religionen ihnen sagen, ja. Es ist leider so, dass die Religionen für viele Menschen nicht mehr die Antwort haben, die sie bräuchten für ihr Leben. Ja, das ist keine Anklage der Religion. Auch in der Religion gibt es ganz verschiedene Stufen. Und wer will, kann in der Religion, kann in seiner Religion alles finden. Ja. Aber ich glaube, dass das mystische Element in unserer christlichen Religion noch viel zu kurz kommt. Das Element der Erfahrung noch viel zu kurz kommt. Und ich würde mir wünschen, dass die Kirchen aufwachen und diese mystische Tradition ausgraben und wieder vermitteln. Was müssten Sie denn tun, die Kirchen? Sie dürfte nicht nur über Mystik reden, was sie zurzeit ausgiebig tut, weil das ja durch die Provokation der östlichen Religionen notwendig geworden ist. Sie müsste die Wege lehren, denn alle Mystiker haben auch Wege gelehrt, um diese Erfahrung zu kommen. Ich kann diese Erfahrung nicht machen, aber ich kann mich vorbereiten, damit sie diese Erfahrung aufbricht und einbricht. Ja. Und diese Wege werden zu wenig gelehrt. Es wird geredet über die Mystik, aber es wird zu wenig der Weg einer Teresa gelehrt, der Weg eines Johannes vom Kreuz, der Weg eines Eckhart. Ja. Wie sieht denn dieser Weg aus? Dieser Weg ist eigentlich in allen spirituellen Wegen wieder gleich. Es ist zunächst einmal ein Weg, der in die Erkenntnis der Psyche führt. Der Weg führt erst über eine Reinigung. Alle meine psychischen Komplexe kommen zum Vorschein, alle meine Verdrängungen, alle meine Verkrustungen, alle meine Verletzungen tauchen plötzlich auf.
Wenn die Bühne leer geworden ist, dann kommen sämtliche Teufel und freuen sich, jetzt können wir darauf tanzen. Und ich muss also erst einmal in einen Bewusstseinsraum kommen, wo Ruhe und Frieden ist. Erst kommen alle diese Kindheitsverletzungen, Partnerschaftsverletzungen und Arbeitsplatzverletzungen, die sich sehr aufdrängen. Ich muss also da darüber hinauskommen, nicht indem ich das verdränge, sondern neu ordne. Und dann komme ich in einen Raum, der ruhig ist, der voll Friede ist. Und dann bricht in diesem Raum eine Ruhe aus, und diese Ruhe macht etwas mit mir. Die Ruhe verändert mich, verwandelt mich. Die Leute merken dann plötzlich, dass etwas mit ihnen geschehen ist. Vor allem die Partner oder die Familie merkt das, da ist etwas geschehen mit diesen Menschen. Oft können es die Betroffenen gar nicht sagen, was passiert ist. Und dann geht dieser Erlebnisraum weiter, es kommt, es bricht in den meisten dann eine ganz große Liebe auf. Keine Liebe, ich liebe dich, oder keine personale Liebe, keine erotische Liebe, sondern ein absolutes Wohlwollen zu allem und jedem. Das ist so die erste wirkliche transpersonale Stufe. Und diese Stufe ist allerdings nicht die letzte. Es kommt dann die Erfahrung, und davor haben viele schrecklich Angst. Und es ist auch für manche gefährlich, das kommt dann die Erfahrung der Leere. Da ist plötzlich nichts mehr. Ja. Die Leerheit, das Absolute, etwas, was ich mit Worten nicht mehr beschreiben kann. Was aber am Anfang Angst macht. Unser Ich kann nämlich in diese Ebene nicht hineingehen. Unser Ich muss da zurückbleiben. Und das ist das Schreckliche für uns Menschen. Der Tod des Ich ist die Voraussetzung für die Erfahrung Gottes. Nicht, dass mein Ich dann stirbt und ich habe keines mehr. Nein, das Ich bleibt unser Organisationszentrum. Das macht uns zu Menschen. Aber für diese Erfahrung ist es nicht mehr zuständig. Es gibt da Ebenen, Erfahrungsebenen, die über diese Ich-Struktur hinausgehen. Und das macht Angst. Und darum brauche ich einen Begleiter, wenn ich an diese Schwelle komme. Ich kann lange ohne Begleiter so einen Weg gehen. Aber wenn ich an diese Schwelle komme, brauche ich einen Begleiter, der mir Mut macht, der mir hilft, der mir deutet, mich vielleicht auch warnt. Das ist nicht für dich, du bist am Rand einer Psychose, geh da lieber nicht weiter. Ein solcher Begleiter muss also auch psychologische Kenntnisse haben, er muss erkennen, das ist ein Borderliner, der Weg ist nichts für ihn. Er muss erkennen, dieser Mensch gerät in eine Psychose, muss ihn warnen, bis er dann die findet, die wirklich mit ihm gehen wollen in diesen Bewusstseinsraum. Ich denke, Sie haben nicht nur mir, sondern sicher vielen Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt Lust gemacht, auf diesen Weg zu gehen. Wir kommen zum Ende des Gesprächs, aber hätten Sie eine Idee, einen Vorschlag, wo jemand beginnen könnte? Sie haben ja gesagt, am Anfang kann man auch ohne Begleiter mal sich aufmachen. Ja, man müsste einfach in manche Bücher hineinschauen. Aber auch da würde ich wieder raten, zu schauen, welchen Büchern ich trauen kann. Es gibt aber auch Plätze. Es gibt zum Beispiel hier in der Schweiz Schönbrunn, das Bildungshaus. Es gibt, ich habe ein Haus Sonnenhof im südlichen Schwarzwald bei Schönau, ein Haus in Würzburg. Und es gibt seriöse Angebote überall. Und da muss man sich etwas umschauen. Dann findet man in der Nähe eine Gruppe, die einen solchen seriösen spirituellen Weg geht. Also doch nicht ganz allein. Man kann lange allein gehen, aber es ist besser, man schließt sich einer Gruppe an. Diejenigen, die den Weg allein gehen, die hören sehr bald wieder auf, weil ihnen die Motivation fehlt, weil sie keine Begleitung haben, weil niemand mitmacht, weil sie nicht wissen, wo. Das versandet sehr oft, wenn man den Weg allein geht. Es ist besser, man schließt sich einer Gruppe an, die bereits einen solchen Weg geht. Pater Willigis, herzlichen Dank.